Ich bin Ryan Warn, einer der Produzenten von Die Sims 4. Und ich möchte euch Ersteller ein Sim genauer vorstellen. Wir haben unsere Technologie komplett überarbeitet, sodass Ersteller ein Sim benutzerfreundlicher, intuitiver und viel leistungsstärker ist. Ich werde Bella und Mortimer Grusel erstellen, zwei meiner Lieblings-Sims. Wir haben sie in der Die Sims-Geschichte bereits auf unterschiedliche Art erlebt. Aber nun wollen wir einmal ausprobieren, wie sie in Die Sims 4 aussehen. In dieser Leiste wähle ich schnell ein Gesicht für Bella und gebe ihrem Körper eine andere Form. Bella ist aktiv, sie ist fit, aber sie wird immer ihre Kurven behalten. Ich schiebe und ziehe einfach einen Bereich, um ihr Form zu geben. In Die Sims 3 konnte man verschiedenartige Sims erstellen, aber man musste auf verschiedene Menüs zugreifen, um den Wunsch-Sim zu erschaffen. Aufgrund der direkten Bearbeitung geht das Erstellen von Sims in Die Sims 4 viel einfacher und schneller. Erstelle einen Sim ist leistungsstärker. Ich kann meine Sims von Kopf bis Fuß bearbeiten. Es gibt einfach viel mehr Möglichkeiten. Also gut, nun zurück zu Bella. Zum allerersten Mal kann man Sims mit authentischen völkertypischen Merkmalen erstellen. Alle Gesichtsfeatures wurden mit einer bestimmten Knochenstruktur unterlegt. Bella sieht gut aus. Und ich kann ihren Mann Mortimer mit ein paar Klicks erstellen. Aber ich möchte mehr ins Detail gehen. Im Detailmodus sind Bereiche markiert, sodass ich genau weiß, was ich bearbeiten kann. Ich kann das Aussehen meiner Sims bis ins letzte Detail perfektionieren. Bei so detaillierten Möglichkeiten kann ich ihre Persönlichkeit herausarbeiten. Mortimer ist ein bisschen älter, er braucht ein paar Falten. Und Bella braucht ein schönes, offenes Lachen. Und jetzt zum Styling. Ich kann Bellas Frisur wählen. Und ihr Outfit planen. Es gibt Accessoires. Schminke. Und sogar Tattoos. Sorry, Mortimer, aber Tattoos passen nicht zu dir. Es gibt die Option vorgefertigte Looks, wo man schnell einen tollen Look findet. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Mortimer und Bella Grusel im Die Sims 4 Style. Für mich besteht die Magie von Erstelle einen Sim darin, dass ich Menschen aus dem echten Leben nachempfinden kann. Also gut, das ist ein Foto von mir. Und das ist der Sim, an dem ich gerade arbeite. Wie findet ihr ihn? In Die Sims 4 ist es endlich möglich, solch detaillierte Sims zu erstellen. Seht euch die anderen aus dem Studio an. Ah, sie sehen alle toll aus. Aber in Erstelle ein Sim von Die Sims 4 geht es um mehr als nur das Aussehen. Hier kann ich auch entscheiden, wie meine Sims sich anhören, sich bewegen und verhalten sollen. Ich kann wählen, wie sie gehen. Seht mal, wie sie rumstolziert. Absolut cool. Ich wähle ihre Stimme. Ich gebe meinen Sims Persönlichkeitsmerkmale. Mortimer ist ein Genie. Er ist kreativ und ein klein bisschen auch ein Bücherwurm. Ich werde Mortimer ein Bestreben zuteilen. Ich möchte, dass er ein Renaissance-Sim ist, wodurch er schneller lernt und schneller Fähigkeiten aufbaut. Bella ist romantisch, gesellig und aktiv. Ihr Bestreben? Ich möchte, dass sie ein Weltfreund wird. Dadurch wird das Merkmal großzügig freigeschaltet. Sie kann schneller Freundschaften schließen. Mit den Möglichkeiten von Ersteller einen Sim habe ich genau die Sims entworfen, mit denen ich spielen möchte. Sie sehen alle klasse aus, sind einzigartig und sie haben echte Persönlichkeiten. Ich werde meinem Sim ein Haus bauen und ihn mit ein paar Freunden aus dem Studio zusammenziehen lassen. Ah, Trautesheim, Glück allein. Sieht ganz so aus, als wollten die Grusels das Team willkommen heißen. Und Bella schließt bereits neue Freundschaften. Wir können es kaum abwarten, euch Bellas und Mortimers neues Zuhause zu zeigen, wenn wir euch die neuen Bautools vorstellen. Danke fürs Zusehen.